Hallo, hier seid ihr wieder bei Simone Stempelt. Heute möchte ich euch eine Technik vorstellen. Und zwar nennt sie sich Rasierschaumtechnik. Genau, ein etwas anderer Hintergrund. Das ist immer ganz nett, mal was Neues auszuprobieren. Wir haben es auch mal auf dem Workshop gemacht und immer wieder sprechen wir davon. Dann kann ich dann sagen, Mensch, schau doch einfach auf meine YouTube-Videos. Na, ich habe jetzt eine Platte dafür besorgt und einen Rasierschaum. Ist nicht ganz so teuer. Ihr könnt ihn sicher da von eurem Mann verwenden. So, dazu habt ihr dann verschiedene Farben. Also ich habe jetzt hier mal drei ausgewählt. Und zwar Olivgrün, Türkis und das ist Mandarinorange. Und da tropft er dann ein paar Sachen drauf. Was doch eine große Fläche ist. Wenn ihr das vorbereitet habt, dann nehmt ihr ein Blatt Papier in dem Maß, was ihr haben möchtet. Ich habe jetzt eins vorbereitet in den Maßen, ich sage euch das nochmal, weil das wird nachher dann verpacken. 21,5 mal 20,1 ist das jetzt, so das legt ihr genau in die Mitte drauf. Ein bisschen andrücken. Ja, wenn die Ecken jetzt nicht ganz drauf kommen, ist nicht so schlimm. Und dann, wenn ihr denkt, da ist genug drauf, dann zieht ihr das ab. So. Mal zur Seite. So sieht es dann aus. Am besten benutzt ihr noch Handschuhe. Was sagt er auf der sicheren Seite, dass ihr sauber bleibt? Jo, ist etwas dunkler. Ich habe schon mal was anderes ausprobiert vorher, damit es auch wirklich was wird. Und ihr schaut, und zwar, das ist so ein bisschen sommerlicher. Und das Papier, was ich dazu habe, das ist das hier. Was wir da, weil ich glaube, das ist eher eine, um auf die Karte aufzulegen als Hintergrund. Sieht es dann aus. Jetzt muss es noch ein bisschen trocknen und dann kann man daraus eine Tüte basteln. So, da könnt ihr natürlich auch noch einen Hintergrund machen. Vorsichtig abnehmen. Habe ich jetzt etwas weniger gedrückt, das ist dann etwas sparsamer von der Farbe her.
Mal kurz trocknen lassen, dann verschiebt sich das nicht so. Es ist nicht so verschmiert. Und hab noch mal ein anderes Papier. Also da könnt ihr jetzt x-beliebige Papiere machen. Ja, fast viele Papiere könnt ihr damit machen. Und wenn ihr denkt, dass ihr ein größeres Papier noch mal braucht, machen wir das mal so. Und schaut mal, was passiert, wenn man da unternimmt. Ja, kann man auch noch mal drauflegen. So. Und ich stehe auch noch mal drauf. Also da denke ich, ich brauche in den Ecken noch was. Drehe das Ganze nochmal um und hole mir da auch noch was an. Also die Farbe kann man nicht an allen Stellen ranholen. Ja, wäre das mal auf das passende Maß schneiden und nimm dann, wie sich das verhält, wenn ich das jetzt schon schneide. Ganz noch ein bisschen. Dann habe ich. Ja. Also eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ja, es ist schon gut trocken. Das lassen wir jetzt mal. So. Okay. Und jetzt nehmen wir unser Tütenbrett. Weißteil. So, und dann nehme ich hier mal unseren Falken. Ich habe da gerade schon das andere gesehen.
Ich habe den heute jetzt falsch abgeschnitten. Da wollte ich das gar nicht wieder, wie man es zumachen kann. Und? Und Schokolade da rein. Und dann mache ich es jetzt einfach mal andersrum. Weiter fertig haben, machen wir hinten noch ein Loch ein. Ziehen wir dann das Band durch. Ein bisschen Verzierung und schon habt ihr das Teil fertig. Ich sage aber ganz kurz, das ist Kürbis. Kürbisgelb. Genau. Und das Band geschenkt man mit Stickkante. Ja. Das dazu. Und das an den anderen Stand da. Zum Geburtstag vorgestellt habe ich euch das schon. Ich sag mal Quartett fürs Etikett. Genau. Und dann standen dazu das noch zu dieser süßen Verpackung. Ja, also hat man eine schöne sommerliche Verpackung drin. Also zum Öffnen. Zieht man es hier einfach raus und dann packen wir das rüber. Das war eine andere Variante. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Technik. Genau. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp mit dem Rasierschaum. Nimmt nicht das billigste, weil das ist nämlich vom Geruch her dann nicht ganz angenehm. Aber man wird schon mit Sicherheit wissen, was am besten für ihn geeignet ist. Das kennt ihr dann ja auch vom Geruch her. Ja, das war eigentlich schon. Und kann einfach sagen, bis zum nächsten Mal und freue mich, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch einfach mal meine Video. Und Fragen gerne, wie immer, mit Simone Stempelt, gmx.de, www.simonestempelt.com. Da könnt ihr dann auch noch mal wieder mal auf dem Blog vorbeischauen. Ja, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, konnte euch eine neue Idee mitgeben. Bis dann, bye bye. Thank you.